Worauf warten Sie noch, Morgan Freeman? Als die Kaka Pipi musste. Kapitel 1. Douglas musste Kaka. Sein Popo hat sehr gestunken, weil er so dringend Kaka musste. Da war eine eklige Frau mit Namen Rebecca. Sie sonnte sich und war nackt und sie war fett. Douglas ging zu ihr rüber und sagte, ich muss mal Kaka. Okay, sagte Rebecca, ich liebe Kaka. Douglas hockte sich über die fette Frau, die sich sonnte, und machte Kaka. Die Kaka lag nun auf Rebeccas Möpsen und sah aus wie eine Wurst. Kapitel 2. Warum sind wir hier? Schrie Douglas, als Kaka aus seinem Pimmel kam. In einem langen, dünnen Faden. Es war Pimmelkaka. Die ekligste Kaka von allen. Das Pipi tropfte auf die Beine der Frau und sie schrie auf und kackte aus ihren Möpsen. Und als sich das Pipi mit der Kaka mischte, da roch es nach Popo. Hey Mann, das ist ja noch lahmer, als ich dachte. Wie werden Butters mit seinem eigenen Buchstaben?